Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Unbesiegt Box von Wilde Jungs. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Unbesiegt von Wilde Jungs, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier eine schwarze Box und auf der Vorderseite, auf der Oberseite ein sehr interessantes Cover. Hier lesen wir einmal den Bandnamen Wilde Jungs, darunter den Albumtitel Unbesiegt. Und dann haben wir hier eine Wolkenformation und eine riesengroße Statue, die hier ihr Schwert in den Himmel streckt. Und zwar ist das hier die Hermannsstatue, die sich in Deutschland befindet, also das Hermannsdenkmal, um genauer zu sein. Dieses steht in Detmold im südlichen Teutoburger Wald. Und ansonsten, bis auf dieses Denkmal, bis auf dieses Wolkenbild hier, ist das Gesamte in Schwarz gehalten, in seiner Hochglanzoptik. Auf der Rückseite haben wir einen Aufkleber, auf dem wir den Boxinhalt aufgelistet haben. Und zwar, this exclusive box set contains limited digipack CD plus Bonus CD, Letter Opener as Sword, also einen Brieföffner, Metal Pin, zwei Buttons, Magnet, Signed Photocard, also eine unterschriebene Autogrammkarte, Sticker und ein Authentizitätszertifikat. Jawohl, dann haben wir hier noch die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein. Das Ganze ist hier zum Klappen. Wir haben hier einmal Luftpolster, die wir gleich mal erledigen werden. So. Dann haben wir noch weitere Luftpolsterfolie. Die haben hier einmal das Schwert, okay. Dann das Album Unbesiegt. Dann der Kühlschrankmagnet. Der Pin. 1, 2 Buttons. Jede Menge Sticker. Eine Autogrammkarte. Und einmal das Zertifikat. So, von innen die Box in diesem Silber Metallic gehalten. Wir machen das Ganze mal wieder zu und packen die Metallbox zur Seite. Und nachdem hier alle Sachen eigentlich ohne Folie daherkommen, bis auf das Album und diesen Pin, werden wir genau diese zwei Sachen noch rausholen. Also einmal hier der Pin. Und natürlich das Album an sich. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Was lesen wir hier? Inklusive Bonus-CD, exklusive Unbesiegt Tracks plus Feiernd in den Untergang EP. Wilde Jungs live. Okay, also hier haben wir dann noch die Tourdaten zur Unbesiegt-Tour, die dann wohl stattgefunden hat im Rahmen dieses Albums. Ist dann wohl jetzt schon vorbei. So, dann schneiden wir hier mal ein. Also nachdem das Album ja 2017 kam, gehe ich mal stark davon aus, dass die Tourdaten nicht mehr relevant sind für uns. Wir haben hier das Albumcover, wie wir es von der Box kennen, allerdings hier noch etwas breiter vom Bild her und die Statue dann etwas kleiner zu sehen. Aber gefällt mir richtig gut. Das Ganze kommt im Digipack. Hier an der Seite lesen wir dann auch wieder Interpret plus Albumtitel in Weiß. Das Ganze ist erschienen über Drakkar Records. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 11 Tracks an der Zahl, Bonus-CD mit 3 Bonus-Songs und dann haben wir noch diese Bonus-EP mit nochmal 6 Bonus-Tracks. Nein, Entschuldigung, 5 sind es. 1, 2, 3, 4, 5. 3 so und dann auch noch 2 in der Live-Variante. Okay, dann haben wir unten noch die Credits und einen Barcode. Also, jede Menge Musik hier mit drauf. Dann schauen wir mal hinein. Also, wenn man das aufklappt, sieht das so aus. Wilde Jungs hier in diesen Wolken. Und dann kommen wir als erstes mal zum Booklet. Was ordentlich dick.
Jawohl. Also hier haben wir dann die Track Lyrics. Hier ist Track für Track, Wort für Wort alles abgetippt worden. Sehr schön. Und rundherum haben wir dann so ein Gemäuer und diverse Schlingpflanzen, die das Ganze hier einrahmen. Also jede Menge Text. Dann hier in der Mitte eine Doppelseite, wo wir die fünf Bandmitglieder drauf haben. Hier geht es dann weiter. Okay, dann haben wir hier das Cover zu Feiernd in den Untergang. Und auch hier dann noch die zusätzlichen Tracks. Sehr schön. Dann haben wir noch die Credits zum Album und eine Danksagung bzw. Grüße. So, hier auch nochmal die Tracklist mit drauf. Dann packen wir das Booklet mal wieder in die dafür vorgesehene Stecktasche hier ganz rechts. So, wir haben hier einmal CD Nummer 1. Auf dieser befindet sich das Album Unbesiegt. Sieht aus wie so ein alter Schild. Also, das Schwert hatten wir bereits. Hier ist das Schild. Auf der Rückseite haben wir gekreuzte Äxte. Dann haben wir hier die Bonus-CD. Wilde Jungs Bonus-CD. Hier kommen dann zwei gekreuzte Schwerter zum Vorschein. Und generell, ihr seht beim Artwork, das ist sehr viel so altertümliches Design dabei. Also so alte Schlachten. Germanenstämme, würde ich jetzt mal vermuten, nachdem sie auch das Hermannsdenkmal ist. Ja, also jede Menge geschichtlicher Bezug. Dann haben wir einmal eine Autogrammkarte mit dabei, die sieht so aus. Hier haben wir die fünf Herren abgebildet und auch jeweils mit Signatur, also mit Unterschrift. Also man hat es tatsächlich geschafft, alle fünf hier auf einer Karte zu verewigen. Sehr gut. Rückseite in diesem Fall wie so eine Postkarte gehalten. Dann sind mit dabei zwei Buttons. Einmal dieser hier, unbesiegt, mit dieser Wolkenformation, allerdings ohne die Statue. Und dann einmal in diesem Artwork, in diesem Design, wie wir es auch schon bei den CDs hatten, in diesem Schilddesign, Wilde Jungs, unbesiegt hier zu lesen. Ein Kühlschrankmagnet. Hier lesen wir auch wieder den Bandnamen plus die fünf Herren hier abgebildet. Auch hier wieder dieses Wolkendesign rundum. Also ein Kühlschrankmagnet im Querformat. Dann haben wir diesen Pin hier, diesen Schriftzug. Hier lesen wir auch wieder Wilde Jungs. Das Ganze wird dann hier mit zwei Pins entsprechend festgemacht. Kann man somit dann irgendwo auf der Kleidung, auf dem Anzug, wo immer auch man auch möchte, anbringen. Man kann das Ganze dann repräsentieren. Dann haben wir Sticker und zwar jede Menge Sticker. Wir haben hier wirklich einen Stapel. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich werde das nicht zählen, aber es sind wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, 40 oder 50 Sticker. Also unfassbar viele Sticker. Es ist echt ein ordentlicher Packen. Ihr könnt das hier sehen. Und es sind allesamt in diesem Design. Hier Wilde Jungs unbesiegt, dieses Cover und dann unten noch mit dem Label und dem Vertrieb. Plus der Homepage von Wilde Jungs und der Homepage von Drakkar Records. Ja, also damit könnt ihr ohne Ende eure Stadt oder eure Wohnung bekleben, allesamt quadratisch. Dann haben wir ein Authentizitätszertifikat. Und zwar lesen wir hier Wilde Jungs unbesiegt Exclusive Boxset Content, also hier nochmal der Boxinhalt auf Englisch aufgelistet. Plus hier unten lesen wir dann noch: This certifies that this box set is an official limited edition exclusively brought to you by Drakkar Records. Also hier ist er nochmal genau nachgewiesen, dass das hier wirklich ein originales Stück ist, also eine originale Box und dass die entsprechend limitiert ist. Leider, was mich jetzt etwas stört, ist, dass hier nicht genau steht, auf wie viele Stück das limitiert war. Aber eventuell kann man das im Internet noch rausfinden. Falls ich es rausfinde, dann schreibe ich es euch gerne noch in die Videobeschreibung. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann in meinen Augen neben dem Album das absolute Highlight der Box. Und zwar haben wir hier einen Brieföffner, der riesengroß ist. Also nur mal kurz zum Vergleich. Die Box, das passt hier echt nur diagonal rein, weil so in der Länge würde es überstehen. Das ist schon ein ordentlicher Brieföffner.
mit dem man, glaube ich, wenn man sich ja blöd anstellt, auch irgendwie Leute verletzen könnte. Ist natürlich hier etwas abgestumpft und nicht ganz spitz und natürlich sind die Klingen jetzt nicht geschärft, aber um einen Brief aufzuschlitzen, reicht es allemal. Ihr könnt selber sehen, der Griff ist hier sehr, sehr schön verarbeitet. Also wir haben hier diverse Elemente mit eingearbeitet, dann hier das Ganze so schraffiert, damit das Ganze entsprechend hält und nicht irgendwie aus der Hand rutscht. Also sieht echt sehr hochwertig aus. Gefällt mir richtig gut. Und wir haben dann auch noch hier in der Klinge Detailarbeit. Und zwar haben wir hier, ist die Frage, ob man das hier sehen kann. Ja, ich glaube, hier im Licht kann man sehen. Hier haben wir einmal die 5 Unterschriften, die auch auf der Autogrammkarte zu sehen war. Also die 5 Herrschaften haben sich hier noch in der Klinge verewigt. Das ist hier so eingeprägt. Und auf der anderen Seite lesen wir dann auch hier noch Wilde Jungs unbesiegt. Also, das ist echt mal was Besonderes. Habe ich so in einer Box auch noch nie gesehen. Einen Brieföffner. Gefällt mir richtig gut. Ja, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Brieföffner, dieses Schwert. Dann die Autogrammkarte mit den originalen Unterschriften aller 5 Bandmitgliedern. Aller 5 Bandmitglieder. Dann haben wir dieses Zertifikat hier mit dabei. Dieser Sticker packen. Also wie gesagt, zwischen 40 und 50 müssten das wohl sein. Der Pin mit dem Schriftzug Wilde Jungs. Die beiden Buttons, beide kreisrund. Der Kühlschrankmagnet sowie natürlich das Album an sich, das 5. Album von Wilde Jungs, unbesiegt, mit jede Menge Musik, mit dem Album 11 Tracks plus 3 auf der Bonus-CD und dann noch die Bonus-EP. Also da ist echt jede Menge dabei. Das alles in dieser wunderbaren Box, unbesiegt von Wilde Jungs. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Wilde Jungs unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.